Die Hobbytheke mit Jan Pust. Herzlich willkommen hier in der Hobbytheke zum Basteln mit Jan Pust. Auch heute wollen wir wieder etwas total Sinnloses basteln. Bevor wir jetzt anfangen, nippe ich erstmal an der Brust meiner Assistentin. Ups, was habe ich denn da gesagt? Ich meine natürlich an meinem lecker Kölsch. Na dann Prost erstmal. Wie in der letzten Folge angekündigt, machen wir hier heute einen lecker Gabelsalat. Wie allgemein bekannt, gibt es da mehrere Möglichkeiten, einen Gabelsalat zuzubereiten. Ich habe mich für die etwas extravagantere und humorvollere Version entschieden. Hierfür habe ich mir natürlich ein wenig Hilfe besorgt. Die zwei Herren, die, wenn sie da durch die Kernbohrung nach oben schauen sehen, sind Elektriker der Firma Elektroschrott aus Berlin. So, wir haben gleich. Also, jetzt habe ich ja schon wieder vergessen. Ha, wie billige Lust dieses Kerlchen. Das geht doch ja nicht. Wir sind doch im Radio. Wir haben doch ja kein Bild. Auf jeden Fall haben wir sie unter einem Vorwand hierher gelockt und gesagt, dass es bei uns im Studio immer die Sicherung raushaut. Weil damals, 1953, beim Bau des Studiokomplexes die Unterverteilung fehlerhaft und ungenügend installiert wurde. Fleißig, wie Handwerker nun mal sind, wurde mit ihnen alles besprochen, im Detail, und drei Köstenkölchen gestellt. Na, die haben die dann ganz gemütlich geleert. Erstens, das wird dann lustiger, und zweitens bekommen die das auch nicht mehr so intensiv mit, was um sie rum passiert. Im Moment sind sie ja dabei, neue Strippen zu ziehen, denn die Jungs sind professionelle Strippentrecker. Das hat hier nichts mit einer nackten Bäuerin auf einem Trecker zu tun, sondern der Begriff Strippentrecker ist Kölsch, und das heißt im Hochdeutschen Kabelzieher. Mann, das Sabbeln macht durstig. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, im Moment. Ey, ist doch nix über lecker Kölsch. Ah, das schmeckt aber auch. So, nachdem die Jungs jetzt voll im Brass und voll vom Bier sind, haben sie sich vor circa einer Stunde auf die Leiter begeben und sind... Na, sind stimmt aber nicht so ganz. Sie versuchen, händeringend neue Kabel zu verlegen. Nun kommen wir zu unserem eigentlichen Basteltipp, dem Kabelsalat. Ich hab da hinten schon mal was vorbereitet. Während die Jungs also da oben mal lochen und nach Kabel ziehen, habe ich hier unten denen ihre 200 Meter Kabel und Trommeln etwa an 5 an der Zahl abgerollt und schön durcheinander geworfen und verwurstelt. Spätestens wenn die zwei da oben auf der Holzleiter an dem ersten Knoten kommen, wird es lustig. Denn die beiden wissen nicht, dass 1000 Meter Kabel zu einem fetten Knäuel verdreht worden. Dieser Punkt dürfte gleich erreicht sein. Jeden Moment ist es soweit und dann werden sie sich samt Leiter ausnocken. Das hat bestimmt weh getan. Der Vorteil ist jetzt, dass wir jetzt beim Chef anrufen werden und dem dann mitteilen, dass seine Leute stinkbesoffen von der Leiter gefallen sind und wir den Auftrag stornieren. Da beide den Arsch voll haben, dürfte es kein Problem geben, denen das in die Schuhe zu schieben. Sehen Sie, so hatten wir einen lecker Kabelsalat ganz umsonst und was zu lachen, ja, aber auch noch gratis dazu. Nachdem wir nun langsam am Ende unserer Sendezeit angekommen sind, kann ich mir auch getrost schon mal mein Feierabendbier öffnen. Na dann Prost erstmal. Und in der nächsten Woche basteln wir einen feinen Nussknacker. Das war es. Ich sag bis zur nächsten Hobbytheke mit eurem Jan Putzt. Prösterken!